Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Crusader Kings 3 mit der Dynastie Marburg. Und wir sehen hier stolz Liudolf mit seinem ältesten und leider inzwischen nur noch einzigen Sohn, nachdem der Zweitgeborene leider verstorben ist. Aber solange hier noch ein Kind steht, ist alles in Ordnung. Ja, wir gucken mal rein. Ich hatte mir das letzte Mal ja, glaube ich, überlegt, einen Krieg vorzubereiten, um irgendwo doch wieder einzufallen. Einfach nur, weil wir es können. Und so, liebe Leute, merkt ihr, wie Macht korrumpiert. Es ist nicht weil es notwendig ist, sondern einfach nur, weil man es kann. Ich weiß noch nicht genau. Ich bin halt schon schwer für Verona. Aber ich glaube, das kann auch eine Weile. Können wir noch eine Weile warten. Wäre doch eigentlich ganz witzig, erstmal Trier zu nehmen. Ich habe mal gehört, Trier gehört auch, ne? Das Witzige ist, es gehört einfach nicht zu Deutschland. Ja, ein bisschen schade. Mal gucken. Ah, ich habe aber was rausgefunden. Und das kann ich gleich mal jetzt von Anfang an sagen. Wenn das alles stimmt, dann war dann ist es bis jetzt von mir eine falsche Annahme gewesen, dass man nicht mehr Herzogtümer haben kann als zwei. Ich glaube, das geht nur, wenn man König ist. Da darf man nicht so viele Herzogtümer haben. Aber ich kann, glaube ich, das hier machen. Für 250 Gold. So. Bin ich auch noch Herzog von Westfalen, wenn ich das richtig gesehen habe. Und es sollte mir eigentlich kein Nachteil daraus entstehen. Als nächstes hätte ich gerne noch Ostfranken. Mal gucken, wie ich das kriege. Ja, also, ne? Mal einmal angefangen hat, wird man gierig. Wir machen jetzt einmal die Straße und dann reden wir nochmal kurz über das Herzogtum. Die Straße. Mein Ratsverwalter Graf Adalhard setzte mich in Kenntnis, dass wir unbedingt eine neue Straße durch Frankfurt brauchen. Komm, mein Vater oder Opa hatte schon eine gebaut. Viele der alten Straßen sind verfallen und sogar gefährlich. Ein Gemeiner namens Heinrich wurde als Leiter des Bauvorhabens ausgewählt. Hier, die Straßen waren unseren Vorfahren gut genug, ja, aber... Was hast denn du, Heinrich? 15? Und du hast 17. Und wie bist du zufrieden? Atheist? Ungeduldig, großzügig, zynisch? Ja, dann kümmert euch darum. Machen wir doch einfach. Genau, bevor es jetzt wieder zu viel passiert, kurz meine Gedanken dazu. Lohnt es sich, dass er überhaupt einen neuen Herzogtitel nimmt? Also, klar, das hatten ja schon die anderen Vorgänger möglich, wäre ja schon möglich gewesen. Die Frage ist, warum sollte er das jetzt tun? Hier einfach die Frage, warum sollte er es nicht tun? Also, ich glaube, jetzt keiner, der Herr Maßvoll, das ist vielleicht ein Punkt, verträgliche Dosen, aber ich finde so ein drei Herzogtümer sind auch eine verträgliche Dosis. Ich könnte auch vier haben. Also das ist schon noch in Ordnung. Aber ich weiß nicht, gibt es da irgendwann mal Ärger? Also letzten Endes raffen wir ja gerade Reichsherzogtümer an uns und das kann einem Kaiser ja gar nicht gefallen. Na gut, regelmäßige Nutzung. Noch vor der Fertigstellung der Straße in Frankfurt nutzten Kaufleute sie bereits. Heinrich schlägt deshalb vor, dass alle, die auf der Straße reisen, sich an ihrem Bau beteiligen sollten. Ja, warum nicht? Gute Idee. Aber die Kontrolle ist jetzt verringert. Oh, seid gegrüßt. Herr Prinz Bogumil von Heiliges Römisches Reich. Oh ja. Würde sich freuen, wenn mein Sohn ihn zu einem Spieltreffen in Kleve besucht. Ja. Guck mal hier, das nehme ich. Das würde Entspannung runterschrauben, weil ich Verona-Tour bin. Und das, weil ich gefühllos bin. Na gut. Nö, kann der Bub ruhig machen. Was haben wir hier? Arbeitsmoral. Mein Ratsverwalter scheint beinahe schockiert. Ich habe mir den Straßenbau in Frankfurt angesehen und die Arbeiter aus der Bauernschaft sind so viel effektiver, als ich erwartet hätte. Sogar ich könnte das ein oder andere von ihnen lernen. Das ist aber eine ehrliche Einschätzung. Können wir das anderweitig einsetzen? Gebäudebauzeit, okay. Von Bauern lernen welche abstoßende Gedanke. Nö. Machen wir doch einfach mal das da. Cecilia ist ein bisschen beeinflusst, das ist gut. Das Kind kommt unversehrt heim, das ist auch gut. Die Straße macht Fortschritte. Laut Heinrich laufen die Arbeiten an der Straße in Frankfurt bestens. Der Boden ist stabiler und die Landschaft flacher als erhofft, mein Fürst. Ja, dann erweitert die Straße noch. Zwinger in Marburg gebaut. Gut, wie sieht's denn hier aus? Wir können mal kurz einen Überblick hier verschaffen. Und zwar geht's ja darum, dass er ist noch im Krieg gegen Geldern jetzt. Ach so. Wollen wir uns trotzdem schon mal Trier holen, so im Vorbeigehen? Muss aber auch irgendwann zugeben, also langsam kann ich halt echt nicht mehr Sachen selbst haben. Das heißt, ich muss irgendwann doch wieder was abgeben. Koblenz, Wiesbaden, Lautern, Speyer, Trier.
Fulda? Wie groß ist denn Fulda? Ja, das sind halt alle so große Städte hier. Die will ich eigentlich nicht abgeben. Ja, geben wir wahrscheinlich Fulda ab, ne? Das ist schon geil. Okay. Ja, probieren wir es einfach. Wir bereiten uns mal kurz vor. Ja, der Ober dann einfach Trier können. Kann ich? Darf ich? Ich könnte auch Geld an den Krieg erklären, weshalb. Ach so, weil ich ja jetzt Westfalen. Ha, stimmt. Ich könnte dem in den Rücken fallen. Ist vielleicht klüger, weil er hat mehr Verbündete. Ja. Auf jeden Fall beide im Krieg, das gefällt mir an sich ganz gut. Wir warten doch noch mal eine Weile. Das ist Ende der Straße zumindest nur ab. Das Straßennetzwerk durch Frankfurt ist endlich vollendet. Diese Straßen werden für die kommenden Generationen die Lebensader der Grafschaft sein, verkündet Heinrich voller Stolz. Ich kann es kaum erwarten, die Vorteile zu genießen. 30 Jahre. Oh ja, und was haben wir hier? Noch mehr? Und Heinrich von Kleve schließt sich dem Hof an. Ich meine, er ist gut, aber ich habe bessere. Ich bin schüchtern. Nein, das hast du gut gemacht. Darfst gehen. Vielen Dank. Monatliche Tyrannei. Meinung Ratsmitglied. Ehemaliger Dienst. Warte kurz, was ist hier? Ja, ich würde immer überlegen, ob ich tatsächlich nicht auf Familie oder sowas gehe. Auch weil mir ein Sohn zu wenig ist. Stammesherzogtum, das interessiert uns, glaube ich, nicht. Hier war in Frankfurt eigentlich was gebaut. Architektonische Expertise. Wow. Und Rübsamen ist verstorben. Erzzeugwartamt ist frei. Brauche ich eigentlich gerade nicht. Machen wir trotzdem. Trude. Darf das jetzt gehen? Wir gehen hier einfach nach. Oh, König Heribert. Oh, der auch. Und worum geht's? Moment. Hier um Herzogtum von Luxemburg. Ja, okay, das geht nicht. Pass mal auf. Machen wir aber trotzdem. Jetzt gehen wir damit rein. Ja, genau. Ich will auf jeden Fall Trier für mich haben, aber es geht nicht. Ach so, oh nein, wir haben zu lang gewartet. Dann neuer Versuch, kann ich hier? Auch nicht. Na gut, okay, jetzt haben wir zu lang gewartet. Ja, das ist natürlich doof. Das hat jetzt gar nicht funktioniert, wie ich wollte. Weil hier mitmachen. Weil es geht ja auch nur um. Ja, da kann ich nicht viel mitmachen. Nö, dann, das kriegt der Kaiser ist ja mehr als stark. Oh, du bist schwanger, sehe ich das richtig? Ja. Und du bist meine. Ach, die Gräfin. Mir kam zu Ohren, dass einige Gemeinden meines Reiches nach Arnsberg ziehen, wo meine Vasallengräfin Cecilia residiert. Nö. Wir machen das so. Wir werden uns nach und nach wieder verstehen. Da werden wir uns einfach in Geduld üben. Und hier schlägt das Heilige Römische Reich mit Leichtigkeit Lothringen. Straßenstand. Bei einer Reise durch die Grafschaft von Koblenz stoße ich auf einen behelfsmäßig wirkenden Stand am Straßenrand. Als ich anhalte, um ihn mir anzusehen, tritt ein Bauer namens Herold auf den Plan. Um mich davon zu überzeugen, eines der kleinen religiösen Symbole, ein Kreuz, zu kaufen, die er als Schnitzerei feilbietet. Ich mache sie von Hand, Herr. Für jedes einzelne brauche ich Stunden. Reiß den nieder, ich bekomme Geld und Schrecken. Ich werde ihm mit ihm sprechen, herausfinden, was ich über die Kunst des Verkaufens lernen kann. Oder einfach eins kaufen. Ja, komm, wir reden einfach mal eine Weile mit ihm. Kaiserslautern wird belagert. Ja. Nö. Das machen wir nicht. Und da hauen sie schon ab. Doppelt gejagt. Ja, können wir wieder auflösen. Ich wollte nur mal kurz sagen, wer hier. Sind. Euer Lehnsherr hat den Krieg gegen König Heribert gewonnen, damit ist jetzt Herzogtum Luxemburg einfach rausgegriffen und jetzt im Reich. Sehr witzig. Sehr, sehr witzig und cool. Jetzt warten wir, jetzt muss ich nochmal kurz warten, weil ich gerade die Truppen aufgelöst habe. Ich glaube, die brauchen wieder eine Weile, um sich zu versammeln. Dann können wir mal hier das bauen. Und in Kassel bauen wir. Ach, da sind wir noch am Bauen. Und hier. Und jetzt warten wir noch Juli, was können wir noch? Juli, August. Wecken uns alle die Lebenslust. So. Soldaten gesamt. Fortgeschrittenes Bogen bauen. Oh, cool. Haben wir jetzt Armbrustschützen, genau. Aber ich kann keine. Ich müsste jetzt welches entlassen. Die Frage ist, sollten wir die Bogenschützen entlassen, um Armbrustschützen zu bauen? Machen wir erstmal das da.
Ich habe das mit den Truppen noch nie so gemacht. Ah, hier, das hat funktioniert. Festmahl nach Dürren. Nee, ich muss mich jetzt gerade um wichtigere Dinge kümmern. Wir gehen jetzt bald in den Krieg, mein Guter. Nicht gerade mitten im Winter, aber so, wenn der Winter ausklingt, marschieren wir los. Bald vergeben. 1. Januar. Ich glaube, jetzt ist es an der Zeit. Wir holen uns Trier. Aber mal hier rein. Bist du nicht der Dünn? Von wegen, du feierst gerade jetzt erstmal gearbeitet, mein Freund. Wir belagern einfach. Oh, der Kaiser hat den Deutschen Kriegerorden gegründet. Das ist natürlich cool. Mit einem belagern, mit dem anderen hinterherrennen. Schaffen wir es? Nein, wir schaffen es nicht. Aber Schmiedezünfte in Kassel gebaut. Nee, können wir mal, so schnell können wir schon laufen lassen. Und wir sind natürlich nur mit wir beide und ja, ich würde sagen, der Krieg ist einigermaßen durch. Also da habe ich, glaube ich, jetzt schon ein ganz gutes Gefühl. Oh, hier ist sogar er selbst Befehlshaber. Aber es hat ihn nicht geschadet. Es ist, glaube ich, quasi nichts passiert, was Truppen oder Ritter angeht. Nee. Da haben alle gut überlebt. Immer nach Pücklingen. Und machen hier mal. Melden hier mal uns an, dass wir jetzt da sind. 19 Monate. Kann es sein, dass ich hier keine Belagerungsgeräte dabei habe? Sind die alle hier? Möglich ist es. So, Trier gewonnen. Oh. Die Tochter des Herzogs haben wir. Und Herzogin mich. Ach nee, die selbst. Für 100. Dadurch freigekauft werden. Jawohl. Und Ida. Ach ja, hier. Für 25 natürlich kommen. Lösegeld akzeptiert. Nur bei 33% derweil. Aber neuen Hingabestufe erreicht. Das ist gut. Und wieder geht's gegen den König direkt. Tada! Und Ernst, den Sohn, diesmal gefangen genommen. Und der hat auf jeden Fall Kriegsstand gebracht. Aber das kriegen wir auch so hin. Ah, und nicht so viel zum Glück. Muss ich jetzt hier? Ne, die gehen unten rum. 10 Monate noch, also das ist sehr lang. Hier 12. Wir müssen eine Weile warten, aber Truppen haben sie keine. Doch, hier haben sie noch welche. Sind gerade am. Nö, das gucke ich mir jetzt diesmal nicht an. Am Wiederherstellen. Rodung. Vor einigen Monaten begann Bürgermeisterin Ingeltrude mit der Rodung von Wäldern, um die Besiedlung von Büdingen voranzutreiben. Bäume werden entwurzelt, Wege werden geschaffen, der Boden wird begradigt. Ratsverwalter Adalhard hat jetzt einen Brief von Ingeltrude erhalten, in dem sie eine Minderung ihrer Aufgebotspflichten erbittet, da sie die Arbeiten unbedingt vor Erntezeit abschließen möchte. Hofft sie stattdessen, Soldaten zur Arbeit abkommandieren zu können. Na, wir sind aber gerade im Krieg. Die Schlachtfelder werden dieses Jahr eine Menge Leben fordern, tut mir leid. Also jetzt im Krieg fragen ist, ich sag mal vorsichtig, maximal unglücklich. Ich hoffe, dass die nicht schneller belagern als wir, weil wenn die Bauern uns angreifen, wird es unangenehm. Oh, was ist hier? Der derzeitige Erbe des Heiligen Römischen Reiches ist verstorben. Das ist nicht, das ist der falsche. Warum ist es nicht mehr Vegebor? Ach, weil er ist jetzt beim Söldnertrupp bei der Kompanie des Hundes und damit ist er raus. Okay. Relevanz oder Rang? Prinz Wladislav. Und du bist nämlich auch direkt der Sohn. Sogar schlau. Wer ist in der Zeit vom Stimmenergebnis? Ist es auch der, aber überwiegend wegen des Kaisers wahrscheinlich, genau. Immer Prinz Pavel geht auch an sich selbst. Ja. Wie ich schon ausgeführt habe, würde ich schon dabei bleiben und sagen, wir bleiben bei der Dynastie, also den zum Beispiel gar nicht. Prinz Gochivui. Aha. Nicht der Sohn, warum wäre es hier dafür? Herzog Gochivui selbst und Gräfin Mathilda. Sonst kommt es auf mal, ich nehme den Prinzen. Den Kronprinzen quasi. Das gebietet die Loyalität, würde ich sagen. Da können wir nicht groß. Oh, Pavel hat einen Krieg gewonnen. Prinz Plescher von Cremona. Ach so, warte kurz. War ein Off.
aufständischer oder aufrührerischer Graf. Gut, das, ja, ich glaube, das haben wir dann gleich. Noch 2 Monate. Hier wieder eine Fraktion. Hier kommen noch ein paar Ritter. Schau an. Die würde ich ja gerne abfangen, aber wir machen das jetzt fertig. Noch ein bisschen Geld verdient. Hier auch. Und dann könnt ihr beide hier rein. Nehmen wir nochmal eine Belagerung. Einen Gefangenen gemacht. Na, 10. Okay, machen wir trotzdem. 91, also ein Kampf wahrscheinlich noch. Wird reichen. Oh, konnte Herzog Hugo verwunden. Und wieder jemand. Ei, nein, das hat nicht sehr viel gebracht. 3 Gefangene. Herzog Hugo. Herzog Hugo? Für 100. Na, muss ich wohl weiter besetzen. 7 Monate. Da schicken wir, lassen wir mal alle drin stehen. Dann machen wir die 7 Monate. Herzog, der kann mir auch 100 geben. Hier kommen welche. Wer ist denn das? Die Armee von Köln. Was will die denn hier? Und Herzog Welf, der hat noch nicht genug Geld. Da warten wir mal kurz. Und jetzt nehmen wir schon mal hier in Frankfurt. Wird noch gebaut, aber nicht mehr lang. Ach, fertig. Dann baue ich jetzt mal in Frankfurt. Hier habe ich noch etwas, was ausgebaut werden kann. Zu viel Geld. Luxusprobleme. Kassel können wir noch ausbauen. So. Jetzt ist das. Jetzt nehmen wir den, auch wenn der sich nicht komplett freikaufen kann. So. Forderung erzwingen. Das alles nur für Trier. Also, wenn man hinguckt, dadurch ist jetzt Lothringen richtig klein geworden. Also dieses Königreich darf den Namen Königreich eigentlich nicht mehr tragen. Die Frage ist, kann ich jetzt eigentlich... Ich habe nicht die Voraussetzung, um diesen Königstitel zu beanspruchen, oder? Kann ich denn wenigstens... Na, hier fehlt mir. Ich habe nur eins in Oberlothringen und etwas in Niederlothringen. Das heißt, jeweils zu wenig. Na gut, schade. Auf jeden Fall ist das jetzt damit erledigt. Niedrige Haltbarkeit, die reparieren wir erstmal direkt. So. Dann die niedrige Gemeindekontrolle in Trier. Das machen wir auch direkt mal. Sicher? Na gut. Ist doch gar nichts. Wo? Also jetzt weg. Dann machen wir halt in hier. Und wir geben jetzt etwas ab. Also muss ich was loswerden. Hat das jetzt schwierig? Was brauche ich am wenigsten? Trier, Koblenz, Wiesbaden. Ich finde das eigentlich voll geil hier. Ja, geben wir Fulda ab. Ist zwar Hessen, aber vergeben an. Ich schaue mir mal ein bisschen an, wie ich das vergeben kann. Und dann machen wir das zu Beginn der nächsten Folge. Das ist ganz wichtig. Dann behalte ich weiterhin 8 Domänen, bin dann nur eine drüber. Aber behalte dafür Trier. Ja, dann sieht Hessen eigentlich schon ganz gut aus, ne? Also könnte schon einiges. Ich hätte unfassbar Lust auf einen eigenen Königstitel. Aber die Ruhmstufe fehlt, sie ist bald erreicht. Ich bin aber einfach nicht unabhängig und ich glaube, ich werde es auch mit dem nicht werden. Mal wieder nicht. Deswegen weiter gucken, wie es hier weitergeht mit dem Herzogtum Hessen. Bis dahin vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt Spaß und Freude, so wie ich. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.